الشيخاني شيخ محمد علي الرباني يا رجال الله. الحمد لله, this is our meeting. From today has a more level, more opening, more heavens opening, more beauty of oceans opening. Haji Rupiah came to visiting us, and this is another level, mashallah, for everyone. And we are apologizing that she must speak and we must listen, but we can. What shall we do? It is like this. And by her permission and made it, inshallah, from her and from Morana Sheikh Muhammad, Morana Sheikh Nazim, Sheikh Abdullah Hassan, everyone, our awliyas, they are giving us permission, even for sinners. They may speak, even garbage. Maulana Sheikh Nazmi used to take out garbage. He looked in the garbage, he opened the garbage can, then he looked what is there. If he finds something to use it, he take it out. And he's shouting to us, why you are throwing this away? You can use it for something. Maulana Sheikh Nazim had immer aus dem Mülleimer, den auch bei mir zu Hause, den Mülleimer aufgemacht, vor dem Haus, den Mülleimer, ist rausgegangen, direkt den Mülleimer aufgemacht, erstmal reingeguckt, da war was drin, hat er was rausgefischt, war eine alte Schultasche. Eine völlig verfilzte, verschimmelte, alte, erste Klasse Schultasche, was die Kinder in der ersten Klasse haben, hat er auch rausgefischt, haben wir weggeschmissen. Wieso schmeißt ihr das weg? Kann man gebrauchen. Jeden Papierschnipsel kann man brauchen. Papier ist sehr wertvoll. Papier musst du respektieren. Ja. Maulana benutzt alles. Maulana is using everything, even any paper. He is saying you have to respect the paper. It is paper. It is, you write on it words. Words is a gift from Allah Almighty. You have to respect, not throw it away, and this and that. He was teaching us. And so he can make also anyone to speak. Doesn't matter, any one of you, or me, or this one, or that one, he can make to speak. Speaking also, you can only, even that column, iron column from this our mosque, can speak. You want to try? Try. It is speaking if you wanted to speak. If you have himma, if you have longing to know something, a deep longing, real longing, hakikat longing, true longing, may speak. Yeah, it's not from, no, no. It's not a joke. It's the root in the mosque. Prophet was leaning on it on Juma prayers first in the mosque. He was leaning on that trunk, rest of a tree, just the root and the little bit of a trunk. He was leaning on it after khutbah, before khutbah, I don't know. He was leaning on it. Then they built the minbar and he was going up. And this root, this tree was crying. It was crying, was sighing and crying. Oh, beloved Prophet, you are not leaning on me. Again, it is a separation. There is a separation. It was saying, and everyone heard it. Everyone was listening. Ja, ich sage, dass diese Säule auch sprechen kann. Wir können alle sprechen. Jeder kann sprechen. Auch diese Säule hier kann sprechen. Wenn wir Sehnsucht haben, was zu hören, wenn wir eine echte, wahre Sehnsucht haben, was zu hören, was zu erfahren von Allah subhanahu wa ta'ala, von seiner Wahrheit, wir wollen da hin und wollen hören, dann spricht diese Säule. Und als Beispiel,
dass das wahr ist und tatsächlich auch gehört werden kann, ist das Beispiel von der Geschichte vom Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, der sich gegen die Wurzel gelehnt hat, gegen den Rest von dem Baumstamm, war da in der Moschee, in der ersten Moschee, eine ganz einfache Moschee. Und da hat er sich in Khutbah, oder während der Khutbah, oder zwischen der Khutbah, hat sich dagegen gelehnt. Ja, immer, regelmäßig. Dann haben sie die Minbar gebaut, dann ist er auf die Minbar gegangen. Dann hat die Wurzel geweint und geseufzt. Und das konnte man, jeder konnte es hören. Er hat sich wegen der Trennung vom Propheten, hat sich nicht mehr daran gelehnt. Hat die Wurzel hat gesprochen, hat geweint über diese Trennung und alle haben es gehört. So kann etwas, wenn wir uns verbinden mit Maulana Sheikh, dann ist eine Sohbat. So normalerweise können wir keine Sohbat machen. Sohbat ist mit Sheikh. Sohbat, original, ist mit Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, und nach Prophet Mohammed ist es Sheikh. Sohbat Mahasheikh. Shuhada Tariqa, Tariqa, Tariqatuna Sohbat, wa khairu fi jamia. Yes, it is, Tariqa is Sohbat, to be together with the Sheikh. Sohbat, we cannot make Sohbat, actually. But we can make it, you can make it, together we make it with the Sheikh, because he promised to be there, to be here. His spiritual presence is here. So we are intending Sohbah. Whatever comes to everyone's heart may come by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and the mercy, His mercy and His forgiveness, giving forgiveness, and directly from the Sheikh. He may grant us association with him, Sohbah, because it is tariqah. Tariqah is Sohbah. Wa khairu fi jamia. That is what we are saying. And is Sebastian here? Die sind dann immer nicht da. Yes, today we were speaking about he may listen afterwards because they are mashallah perfect. Sheikh Ibrahim, he is putting everything live and also afterlife. Yes. Der kann sich das später anhören. Ja, Ibrahim macht Live-Aufnahmen, mashallah, und auch danach kann man das sehen. Yeah. It is some people, it's coming to them that they, Allah leads them, guides them to Islam. He guides them to His way by any means. And even through marriage, maybe. Because the lady, if she marries, she loves someone, that someone is not Muslim, or he thinks he is not Muslim, yeah, because he is Christian. He was brought up a Christian. So he is thinking, but she can only marry a Muslim. That is the law, the divinely law. And if that man or that young man, he is loving that girl, loving that Muslim girl, he will love, before love comes respect. In love there is a respect inside, big respect, much more than respect, coming love. But the basic thing, minimum thing is respect for everyone. So but he loves her, so he is respecting that lady, no? He is respecting her as she is,
her parents, her situation, her profession or whatever she thinks, her friends, her brothers and sisters, parents and this and that, and also her religion is respecting. It's a very important thing, religion. You cannot look away from it. So he's respecting, he loves her. He may say, Shahara, he may, if he is believing and he has a mind to think, he will come to the point with Allah's help, with Allah's izin, with Allah's permission, to say, Ashadu an la ilaha illallah, Ashadu anna Muhammad Rasulullah. I believe that there is only one God. And I believe that Sayyidina Muhammad is his prophet, sallallahu alayhi wa sallam, his messenger. He will say this. And all the prophets, they are like this. But Shaitan, he put in the Christians some poison. Ich sage jetzt diese Geschichte über Islam, den Islam anzunehmen. Ja, zum Beispiel ein junger Mann will eine junge Schwester heiraten und die ist Muslima und der ist christlich erzogen und der ist Christ. Er sagt, er ist Christ und hat Schwierigkeiten, weil sein Kopf voll ist mit der Erziehung natürlich. Der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, jeder Mensch wird als Muslim geboren. Jeder Mensch wird als Muslim geboren. Und dann machen die, seine Umgebung machen aus ihm, was immer diese Umgebung ist. Christlich, jüdisch, buddhistisch, hinduistisch, atheistisch, kapitalistisch, kommunistisch, sozialistisch, alles Mögliche, irgendwas, was die gerade sind. Gnostisch, Philosophen, Künstler, was immer. So ist er auch. Das machen die aus ihren Kindern natürlich. Das ist normal. Das ist okay. Allah ist überall. Wir dürfen nicht darauf herabschauen. Nein, darfst du nicht. Allah ist überall. Steht im Koran. Wo ihr euch auch hinwendet, wo ihr euch hinwendet, ist das Gesicht Allahs. Allah ist da. Egal wo. Ja, jetzt will er diese junge Schwester heiraten und er liebt sie. Wenn er sie liebt, heißt, dass er sie respektiert. Weil vor der Liebe kommt der Respekt. Ja, Respekt. Und dann aus Respekt wird Liebe. Da ist Respekt natürlich drin. Das heißt, er respektiert sie. Die Ehe ist ein Zugeständnis, dass man den anderen voll akzeptiert. Das ist gerade die Ehe. Sonst kann ich auch sagen, Wochenendbeziehung, Teilzeit, Part-Time, you know. We can also say Part-Time. No, no, if you marry, that means you accepting this person, everything from it. His past, future, destiny, everything. He or she is your destiny. You have to accept everything from her. And if you love, that love is also from Allah. Haben wir Deutsch gesprochen oder? Wir waren bei Deutsch. Aber wenn ich den sehe, fange ich Englisch an. Das darf ich sagen. Wir waren auf Deutsch. Wir waren auf Deutsch. Don't look at me. Was haben wir gesagt, Chef? Oh, meine Batterie geht weg. Egal, ich muss ja nichts hören, ich muss ja nur was sagen. Ja, du akzeptierst, die Ehe ist substanziell, dass jeder den anderen akzeptiert. Und zwar alles von ihm. Alles. Seine Vergangenheit, seine Zukunft, seine Situation, seine Traumata, seine noch Generation davor und was noch kommt und alles muss er akzeptieren. Und das, nämlich er akzeptiert das Schicksal von seinem Ehepartner oder von der Ehepartnerin. Natürlich. Das ist dein Versprechen bei der Ehe. Da sagst du ja. Nimmst du sie an?
Ja. Hier und danach? Ja. Das heißt, du nimmst sie ganz an. Wenn ich sie respektiere, wenn der Mann, der junge Mann, diese junge Schwester respektiert, dann respektiert er alles von ihr, auch natürlich ihre Religion oder gerade ihre Religion, weil die Religion ist der zentrale Punkt des Menschen, der Weg Allahs, der Weg zu Gott. Der Weg zu Gott ist zentral, es ist zentral, ist das Wichtigste, es ist das Allerwichtigste. Und sie, die Muslima, darf nur einen Muslim heiraten, also akzeptiert der das natürlich. Jetzt ist er in der Zwickmühle, weil er natürlich christlich erzogen worden ist. Ja, und wir sagen, Islam ist Din al-Fitra, ist die Religion, die dir wirklich entspricht. Ist nichts Fremdes. Es ist nichts Fremdes. Shaitan hat es versucht, uns zu entfremden davon. Und hat uns auch nicht berichtet davon. Shaitan hat verhindert in unserem westlichen Leben, dass wir davon überhaupt erfahren. Vom größten Ereignis der Geschichte, es gibt kein größeres Ereignis als Islam, in 150 Jahren bis nach China und auf der anderen Seite bis nach Spanien, das gibt es nicht nochmal. Das gibt es nicht. Osmanisches Reich, 700 Jahre, gibt es nicht. Gibt es nicht. Da fährst du null. Null. Nichts, gar nichts davon. Das decken sie zu. Die Kafire tun die Decke drauf auf die Wahrheit, weil sie ihre falsche Wahrheit, die sie etabliert haben, ja, die Christen haben sich, also ich kenne kein größeres Eigentor, ich habe viele Fußballspiele gesehen, aber das größte Eigentor, was sich je irgendeiner geschossen hat, Universal-Eigentor haben die Christen gemacht. Ja, die Christen, die sie Christen nennen, die dann Jesus zu Gott gemacht haben. Und Goethe, der hat schon gesagt, närrisch, dass jeder in seinem besonderen Falle seine eigene Meinung preist. Wenn Islam Gottergebenheit heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Jesus fühlte nur den einen Gott im Stillen. Wer ihn selbst zum Gott machte, kränkte seinen heiligen Willen. Das ist Goethe, der hatte, mashallah, Herz und Verstand. Ein Deutscher. Yes, it is Din al-Fitra. It is a religion which is not strange to us. You come home, I've had so many times home. When I came to Medina the first time in my life, I came home. At the Prophet's tomb, suddenly I came, I don't know what happened, but you have the experience that you come home from very, very far. I was very, 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 very far. But Maulana's arm is very, very, very long. So long, I'm witness. And I came home. You come home, 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 sweet home. When I was in Damascus, afterwards I felt home. I was embracing the walls of my room because they were from turab, from clay. From clay, from the clay of Damascus, from the earth from Sham, Sham-e-Sharif. It was my earth. I embraced it. And I said, this is my home. It's my home earth. I don't know why I said this, you know, this is coming. This is our soul way. Allah gives us not something strange. He says, I created you and now I put a religion, but you will not understand anything. And it is very complicated. And you have to make so many rules to learn and this is that and this is that. And it will be strange for you all the time. I give you such a way because I want to test you. No, no, the test is something else. He is giving you easiness. Make it easy and not difficult. And you feel home. You come home when you... And the English people, I like this word.
Because they, some interviewers and some people, or also the people who are coming to Islam, they say, I have to change my religion. And the interviewer, he asked me so many times, putting the microphone, why you changed, how you changed your religion? And I said, well, I'm not changing anything. I can change your money if you like. I have changed, but I cannot change the religion. It's impossible, but we can make it complete. We can make it perfect. We can grow. Do you think you can grow? Can you grow? No, 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 my father, he was a Christian, and his grandfather was a Christian, and that one also a Christian, very Christian, so much Christian. Yahoo! Can you, is it possible that Allah gives you more than your father? It's possible? Yes, it's possible. MashaAllah. It's possible. Shukru, Ya Rabbi, shukr. It's possible. Yes? You're not changing, you're completing. Ja, die sagen immer, auch die Interviewer und so, sie haben uns ja immer interviewt und so, das ist ja alles so seltsam, ja, so ein Moslem, ein deutscher Moslem. Wieso haben sie ihre Religion gewechselt? Dann habe ich gesagt, ich hab meine Religion nicht gewechselt, ich kann Ihnen Geld wechseln, wenn Sie wollen. Also ich habe noch Wechselgeld dabei. Aber Religion kann man nicht wechseln. Du kannst deine Seele und deinen Weg nicht zu Gott nicht wechseln. Du kannst ihn vervollkommnen. Gott, der Allmächtige, wenn er will, vervollkommnet dich, macht dich vollkommener. Und vielleicht vollkommener als dein Vater. Dein Vater war Christ, dein Großvater war Christ, der Ur-Ur-Urgroßvater und die ganzen Generationen, alles Christen. Ist es möglich, dass er möchte, Allah, der Schöpfer, dein Gott, dein Herr, dass er dir mehr geben will? Ist das möglich? Gibt es noch mehr oder ist jetzt Schicht im Schacht? Allah sagt, jetzt ist Schluss. Es ist nie Schluss. Nie. Auch wenn du Muslim bist, ist nie Schluss. Es geht immer weiter. Es wäre schrecklich, wenn es nicht weitergehen würde. Wenn das Wissen aufhören würde. Da würden die Herzen der Heiligen würden zerspringen, wenn Allah sagen würde zu seinen heiligen Freunden, zu seinen Geliebten, da ist ein Ende. Ja, dann würde das Herz desjenigen, des Geliebten zerbersten. Ja, es ist nicht so. Und wo waren wir stehen geblieben? Jetzt waren wir schon wieder stehen geblieben, weil die unterhalten sich über die Technik hier. Was haben wir danach gesagt? Auf Englisch? Ja, es ist Din al-Fitra, es ist die Religion, die dir entspricht, die uns entspricht. Allah gibt dir nichts Seltsames, irgendwas Seltsames. Er schafft dich, dann sagt er, du musst zu mir zurückkommen. Ja, ich zeige dir den Weg und der ist total kompliziert und völlig fremd, entfremdet, fremd, bis zum geht nicht mehr, kompliziert, schwierig. So ist Allah nicht, überhaupt nicht. Der macht es so einfach und so leicht und so schön, dass du einfach nur noch Folgen brauchst. Du musst es nur annehmen, du musst es annehmen. Ja, den Islam annehmen, nicht wechseln oder irgendwas oder dies oder das, annehmen. Und die Engländer haben noch ein viel besseres Wort. The English, they have a better word, when they say to embrace Islam. This is beautiful. And I had a dream, when we were on the way, before we didn't, not yet set Shahada, but we were Sufis. Sufis on the way, would be Sufis. Before the Shahada. And then I had a dream one night. There was a I think a saintly lady, and I think, I don't know, but my inspiration was when I was thinking about, or when I think now about it, that it was maybe Fatima to Zahra. Anyway, that lady, or I don't know, but that lady, she was embracing me. She was putting the arms and it was embracing. It was a divinely embracing. Afterwards, I understand. When I heard the English people, they said embrace, to embrace Islam, I understand.
You know, it's very nice. You know, it is very beautiful. Don't worry about your ancestors. Allah gives you more than the ancestors. It's possible. And if He gives you more, your dua and that you are coming to the true way, to the real way, beautiful fitra way, your father and your mother, they are taking benefit, and your grandfather taking benefit, and your grand-grandfather taking benefit, and the generations, seven generations, more generations, all generations until Adam, taking light and benefit. If you take the way. So don't worry. And those who are in the world and they say, oh, what my, like my, no, I don't speak it because he passed away. Then the father is saying, I lost my son. I lost my son to the Quran. You see. Before he was lost, the son, lost in bad ways, not even going for Christmas or to anything. He was lost completely, no family bonds anymore, nothing. He became Muslim. He started to build up the bonds with the family because it is duty. Yes, you learn in Islam that it is a duty to respect your parents, to love your parents, to do the best for your parents, whatever you can do for them. So you go back to put the good relationships. Yes? So you come back to your father. But your father is saying, no, he doesn't know what Islam is, not at all. He just hardly knows the word. He heard the word once. But he knows, I lost my son. Yes, like this. This is all illusions. It is actually ego story, because every parent is very proud about their children and education. And I educated him Christianity or Judaism or Buddhism or Hinduism or atheism or whatever I create. He's my son, my daughter, and he must be like me. Ego, complete ego. Yeah? If he comes with something new, which is showing that that father or that mother is wrong, or not wrong, don't say wrong, not complete, that there is more than that, then they are offended. They are offended. Yeah? Many people in the West, they have this, they know this and they experience such things, you know. Ja, dass die Eltern sind dann betroffen. Ihr Ego ist dann gekränkt, sind gekränkt. Sie haben ihre Kinder christlich erzogen, katholisch erzogen, evangelisch erzogen, jüdisch erzogen, buddhistisch erzogen, hinduistisch, atheistisch erzogen, irgendwas, ja, ihre Kinder, ja. Und jetzt kommt der plötzlich mit Islam. Auch noch Islam. Islam ist ja das Schlimmste überhaupt. Das schlimmste Wort heute, dass du äußern kannst, ist Islam. Wenn zum Beispiel nachts, du gehst nachts an einer dunklen Straße, da kommt ein Räuber, ja, ein richtiger, hartgesottener Räuber, der will dir das Portemonnaie klauen, ja, eine rüberziehen und Portemonnaie klauen. Dann sagst du einfach, wenn der kommt, musst du nicht Taekwondo und Kung Fu und Jiu-Jitsu, brauchst du alles nicht. Sagst einfach, Islam! Dann sagt er, und wenn das nicht reicht, wenn der dann doch dann irgendwie, dann sagst du, Scharia! Dann wird der ohnmächtig. Fertig. Das hat Shaitan geschafft. Die besten Wörter, die schönsten Wörter, die bedeutungsvollsten Wörter, die weitesten Wörter und die mit endlosen Bedeutungen, Islam, ja, gibt es kein schöneres Wort. Nee. Frieden finden durch Unterwerfung. Frieden finden durch Hingabe, auf Deutsch übersetzt. Wie Goethe hat das kapiert. Ja. Frieden finden, das ist das schönste Wort. Shaitan hat geschafft, es zum Schlimmsten zu machen. Und er ist immer noch dabei, es noch schlimmer zu machen. Yes? Shaitan, he is very busy to the most beautiful word in the world is Islam, actually. I think it's one of the, or maybe the one of the most beautiful word, Islam. It means to find peace through surrendering.
What you surrender? Your ego, your nafs, your pride, your that you think yourself you are someone, that you are the first, and only you are the, you are the best one, and the best knower, and the best this, and the best that. You give it up. You come to, you find what you find peace, you find salam, through rendering. There is Islam. What is more beautiful? Nothing. It's everything in it, everything. And Shaitan make it to make it the worst word. The worst word. Most terrible word. If you say Islam, people, oh. And I say, use it. If you are at night in Soho, in London, you are going, coming a robber, he wants to rob your purse. He is coming and he wants to beat you, and then he take your purse. And he's coming and you are there alone, completely alone, and stark also. Then you must not, if you didn't know Kung Fu or Jiu-Jitsu or Taekwondo or anything, you have no pistol also, nothing. You say only Islam. Then he's shocked. He gets a shock, an electrical shock. Then if he is still, he's getting, recovering, and then he's starting again. Then you say Sharia. Then he faints. He faints. Fainting, and you go calm to your home. Very easy. Use it. Shaitan, give us this means against robbery and criminals. Yes. So you don't worry about coming home and taking Islam and perfecting you. Allah gave us this for perfection. He said, today I perfected my ni'mah to you. Today I perfected my gifts, everything, my biggest gifts is I show you the way to me, coming to me. Now I perfect my ni'mah, my gifts, and I call it Islam. I like to call it Islam. Yeah. And when you do this and your father is very angry and your friends, you lose all the friends. I lost all the friends. When we said Shahada in the end, after some Sufism here, then we understand that we have to embrace Islam, because we saw the Hadith. Hadith was the thing what convinced us mostly. Quran is too high. If you read the translation from Quran, it was not coming to my heart. But the Hadith, to know about the Prophet, about the witness, eyewitness, ear witness, companions, they are witness, not 12 witnesses with Jesus. No, no. 124,000 witnesses from Prophet sallallahu alaihi wasallam, and millions of Hadith, millions of reports. And suddenly you know a Prophet. I was astonished. There is a Prophet. You know how he looks, how big he was. You can draw a picture, a perfect picture. Phantom picture. You can do after this description. Perfect. Everything you know about him. How he was speaking, how he was laughing, how he was friendly, how he was mild, how he was merciful, how he was wise. What he said when he was silent, when he was speaking. What he said to this one, to that one. Whole life, whole breath, every breath from him is a complete blessing, and it is the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is. So if you Allah leads you to that, it's a gift. Allah yahdi man yasha, and only Allah guides you. Don't say that one guided me or that one. No, no. Allah subhanahu wa ta'ala give means. He put means in people. In our brothers and sisters, they help, they help, they can help. If there's a question, they can help. But the hidayah, the guidance, is only from Allah. And it is only from Allah, the destiny. Only from Him. Not from anyone else. Allah yahdi man yasha. He guides as He likes, how He likes, when He likes. And don't be afraid about this. You lose
these friends, they are not friends. If anyone leaving you because you enter to Islam, you embrace Islam, that is not your friend. He is a companion on the way to hell, down direction, not up, down. And your parents also, maybe they don't understand, but when they pass away, they will understand. Because your dua is accepted, and through your embracing Islam, your father, your mother, grandfather, generation, all your generations, your line up to Adam, they receive light. They receive light, Mawlana Sheikh Nazim said. They receive light. So don't worry. It's only good from every side. There's no side. You cannot, every side. There is, Islam is a diamond. It's a diamond, like a diamond. Big, big diamond, beautiful diamond. Doesn't matter from which side you approach, it is perfect. It is perfect. Ja, Islam ist ein Diamant, ein perfekter Diamant. Ein wunderschöner, perfekter Diamant. Von welcher Seite du kommst, ist immer perfekt. Deswegen, mashallah, inshallah, möge Allah viele Leute führen. Viele, viele Leute, inshallah. Und es ist leicht, ja, sag nicht. Es ist nur der Kopf, der macht Schwierigkeiten. Kopf und die Emotionen, die sind gekoppelt an Ego, die machen Schwierigkeiten. Kopf und Emotionen, ja, die sind gekoppelt ans Ego. Das ist alles. Ja, sonst ist gar nichts dagegen, überhaupt nichts. Es ist alles offen. Ja, don't worry, it is only your thinking and your emotions and they are triggering each other, they make triggers to each other, and they are both bound to the ego. Their emotions is a part of ego. So they are, don't worry what is. If you can leave, and it is easy this time. Even without saying Shahada, there's Muslims. Mawlana Sheikh Nazim said, in this time, we are now in the worst time ever, a little bit more, getting worse. In this time, anyone loving a Muslim or having sympathy for a Muslim, being nice to a Muslim, and he doesn't have anything against him, he is Muslim. Allah stamps him Muslim. That's what Mawlana Sheikh Nazim said. Don't worry about your relatives. You know, if they love you, it's okay. May Allah guide us, all of us, on the best way, keep us on this way. And bring so many people, inshallah. Bi hurmat al habibika, bi hurmat al mashaykhina, bi hurmat al surah al fatiha. Amen.